SED. Ist die Kirche in der DDR für den Staatssicherheitsdienst ein Tabu, eine Schutzzone? Diesen Eindruck wenigstens suchen SED-Funktionäre und Kirchenobere der Öffentlichkeit zu vermitteln, seitdem Staat und Kirche als anerkannte Partner in der sozialistischen Gesellschaft miteinander reden. Ein zunehmend schwierigerer Dialog. Denn dazwischen stehen immer wieder die Betonköpfe von der Staatssicherheit. Seit Wochen behindert der Geheimdienst die Kirchen, verwehrt er den Zutritt zu Gottesdiensten, kontrolliert er Gläubige und verprügelt sogar Kirchgänger. Seit Jahren schon observieren V-Leute Pastoren und Kirchengemeinden wie Staatsfeinde. Unter ihnen sind Spitzel allgegenwärtig. Zu ihnen gehörte auch Rainer Wolf, der Anfang 1985 von der Bundesrepublik freigekauft wurde. Sein dreijähriges Schweigen brach jetzt erstmals in Panorama. Klaus Schwackerzinner und Ralf Kinzel haben Wolfs Aussagen bei seinen Opfern und bundesdeutschen Geheimdiensten überprüft. Jahrelang fotografierte er im geheimen Auftrag führende Vertreter der kirchlichen Opposition in der DDR. So beschaffte Rainer Wolf von 1980 bis Ende 1984 Fotos von Katja Havemann, vom Ostberliner Pfarrer Rainer Eppelmann und unzähligen anderen mehr. Auch Fotos von Stefan Heim. Jetzt enthüllt er seine Auftraggeber. Ich habe als inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR über 5 Jahre lang maßgebliche Oppositionelle wie Katja Havemann, Rainer Eppelmann, Stefan Heim und viele andere fotografiert bzw. observiert. Diese Fotos wurden beim Staatssicherheitsdienst in der DDR entwickelt und liegen heute noch in den Archiven in Ostberlin. In der Normannenstraße in Ostberlin residieren seine Auftraggeber von damals. Das Ministerium für Staatssicherheit, der Stasi, ist allgegenwärtig in der DDR. 4/5 der unzähligen Spitzel sind auf die eigene Bevölkerung angesetzt. Rainer Wolf war einer dieser sogenannten inoffiziellen Mitarbeiter. Allzu oft werden sie abhängig vom Geheimdienst wegen persönlicher Schwierigkeiten. Warum haben Sie für den Staatssicherheitsdienst der DDR gearbeitet? Ich habe wegen mehrerer kleiner Straftaten im Gefängnis in der DDR gesessen, bis Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes an mich herangetreten sind und mich zu einer Mitarbeit angeworben haben. Unter vagen Versprechungen, Strafmilderung. Ich habe dann im November 1979 nach meiner Haftentlassung eine Karte bekommen, eine Weihnachtskarte, um mich daraufhin mit meinem zukünftigen Führungsoffizier in einer konspirativen Wohnung in der Schönhauser Allee zu treffen. Hier in der Schönhauser Allee 42 traf sich Rainer Wolf regelmäßig mit seinem Führungsoffizier vom Stasi. Hier lieferte er seine Berichte und Fotos ab und bekam die neuen Aufträge. Die meiste Wühlarbeit von Rainer Wolf richtete sich gegen Kirchen, zum Beispiel die Samaritergemeinde in Ost-Berlin. Regelrecht angesetzt wurde er auf den prominenten Pfarrer Rainer Eppelmann und seine Mitarbeiter. Wolf war bei allen Veranstaltungen dabei. Wolf veranstaltete die Bluesmessen, Friedensdekade, Friedenswerkstätten. Zu beobachten, sich einen Gesamteindruck davon zu verschaffen. Und es kam dazu, da ich ja damals schon Amateurfotograf war, habe ich es geschafft, für Rainer Eppelmann von den Veranstaltungen Fotos zu machen. Das war die Tarnung. Diese Fotos wurden natürlich, bevor Rainer Eppelmann diese Fotos überhaupt gesehen hat, in der Operativgruppe ausgewertet. Also beim Stasi abgegeben? Beim Stasi abgegeben. Also meistens war es ja so, dass die unentwickelten Filme, weil es schnell gehen musste, sofort irgendwo über einen Kontaktmann abgegeben wurden. Dann habe ich diese Filme wiederbekommen, habe davon Vergrößerungen gemacht und diese Vergrößerung hat dann Rainer Eppelmann bekommen. Die gesamten Anwesenden sind eigentlich fotografiert worden. Und ich selber habe ja auch die Sachen selbst ausgewertet. Also Leute, die dann mir öfter auffielen, da wurde dann schon mein Porträt gemacht. Sodass also eine umfangreiche Dokumentation bei der Staatssicherheit existiert. Wer geht wann zu welchen Veranstaltungen in diesem Rahmen? Man kann sagen, alle wichtigen Oppositionellen in Ost-Berlin haben Sie in diesem Rahmen mal irgendwie abgelichtet. Nicht nur Oppositionelle. Auf die Rolle kam eigentlich auch jemand, der nur 5-mal zur Bluesmesse ging, mir auffiel. Der muss noch nicht mal Oppositioneller gewesen sein, sondern kann durchaus sein, dass der die Bluesmusik gut fand und es gut fand, dass es in der Kirche gemacht wird und auch die Predigt gut fand. Manchmal war er auch mit dem Tonband unterwegs. Schildern Sie doch mal in einem einfachen Beispiel, wie Ihre Observationstätigkeit aussah.
schnell rausgegriffen. 1982 war eine Bluesmesse zum Thema Polen, geleitet wie immer von Pfarrer Eppelmann, zusammen Ralf Hirsch, eigentlich die rechte Hand von Rainer Eppelmann, und natürlich vielen anderen, die dann zugehören. Uns hat dann Zufall geholfen, Kalle Winkler, Liedermacher, bat mich, einen Tonmitschnitt zu machen von seinem Vortrag. Ich habe also dann offiziell vor dem Altarraum mehrere Tonbandgeräte aufgebaut und ein Mischpult aufgebaut, sah alles ein bisschen richtig schön professionell aus. Und habe natürlich unbemerkt die Bluesmesse von vorne bis hinten mitgeschnitten. Dieses Band ist sofort zur Stadtsicherheit gekommen, ist umgeschnitten worden, ist ausgewertet worden. Ich habe zwischendurch, weil diese Veranstaltung oder diese Bluesmesse hatte also schon im Vorfeld eine hohe Brisanz, es war ein Krisenstab gebildet worden. Beim Stasi. Beim Stasi, die saßen dort und warteten, also wann meldet Schreiber sich und womit. Ich habe also während der Bluesmesse mehrere Telefonberichte durchgegeben. Wo haben Sie da angerufen? Ja, direkt in der Operativgruppe. Das ist eine Telefonnummer, die damals war 5933704. Dann meldet sich dann der Stasi aus Berlin. Da hat sich dann direkt der Bereitschaftspartner gemeldet. Ich habe mich dann mit meinem Decknamen gemeldet, Schreiber. Erst wenige Wochen lebt Ralf Hirsch in West-Berlin, rausgeflogen aus der DDR, wie viele andere aus Kirchenkreisen. Hirsch war einer der engsten Mitarbeiter vom Pfarrer Rainer Eppelmann und wurde dadurch zum Beobachtungsobjekt von Rainer Wolf. Überrascht Sie, dass das Rainer Wolf vom Stasi auf Rainer Eppelmann und Sie angesetzt war? Nein, das überrascht mich nicht. Denn Wolf ist kein Einzelfall. Die Stasi versucht natürlich ständig, Leute anzuwerben und engagierte Leute in der DDR zu überwachen. Wie ist er eigentlich an Sie rangekommen und an Eppelmann? Also er war in der letzten Zeit doch sehr auffällig, aufdringlich. Aber wie er an mich rangekommen ist, weiß ich nicht mehr genau. Das ist aber auch kein Problem. Dann, bei Veranstaltungen wie die Bluesmesse, wo Wolf ja aktiv war, konnte sich eigentlich jeder bis zu einem bestimmten Grad beteiligen. Was hat er denn gemacht bei der Bluesmesse? Er hat fotografiert und Tonmitschnitte für uns gemacht und das war eigentlich alles. Hatten Sie ihm nie da im Verdacht, dass er die vielleicht weitergeben könnte? Und selbst wenn er das tut, wäre das in diesem Fall nicht so schlimm. Es ist eine öffentliche Veranstaltung und da war er sicherlich nicht der Einzige, der fotografiert hat und nicht der Einzige, der einen Tonbandmitschnitt aufgezeichnet hat. Das heißt, in kirchlichen Kreisen in der DDR hat man sich daran gewöhnt, dass der Stasi immer dabei ist? Daran hat man sich gewöhnt. Damit kann man auch ganz gut leben. Ich glaube auch, man hat sich in der DDR daran gewöhnt und versucht auch nicht mehr in jenen irgendeinen Stasi-Mitarbeiter zu suchen. Weil das, was kirchliche Kreise machen, beziehungsweise offen machen, wie Veranstaltung, ist nichts Illegales. Es ist eine kirchliche Veranstaltung und das kann die Stasi gut und gerne registrieren. Wenn der Stasi denn alles registriert und alles weiß, gibt es denn noch etwas, was er nicht weiß in kirchlichen Kreisen? Ach, sicherlich gibt es noch eine ganze Menge, was er nicht weiß, aber man sollte den Stasi auch nicht unterschätzen. Es ging nicht darum, über ihn was rauszuspionieren. Es ging eigentlich nur darum, immer zu wissen, wann was geplant ist. Mit welcher Zielsetzung, mit welchem Inhalt und so weiter und so fort. Es ging nicht darum, Leute einzusperren. Den Fehler hat man schon in den 70er Jahren erkannt, dass es nicht so einfach geht. Man wollte die Leute unter Kontrolle haben. Wenn man die Leute einsperrt, auseinandersprengt, dann verkriechen sie sich alle woanders hin und man muss neue Kontakte aufbauen. Hat man sie aber alle auf einem Haufen und beobachtet sie dort, dann kann eigentlich überhaupt nicht schief gehen. Hat denn der Stasi irgendwann mal hektisch reagiert, interveniert, wenn irgendetwas Großes anstand, was man verhindern wollte zum Beispiel? Ja, das war... Also mit Berlin hat das weniger zu tun, das war in Jena zum Beispiel. Ich war also auch in Jena tätig, hatte vorgehabt im Auftrag der Stasi, das hat sich dann aber etwas zerschlagen, die Friedensarbeit von Jena und von Berlin zu koordinieren. Diese Gruppen zusammenzuführen, weil dann wird der Topf halt größer, man kann besser beobachten, weil Jena war schon immer ein Zentrum der Opposition, die eigentlich auch mit härteren Bandagen gearbeitet haben als die Berliner. Das sind also Leute, die, wenn es drauf ankam, auf die Straße gegangen sind. Diesen Amateurfilm drehten Oppositionelle Mitte der 70er Jahre in Jena. Auf Bürgerrechtsaktionen folgten schon damals brutale Übergriffe des Stasi. In Jena wurde die harte Gangart des Geheimdienstes gegen kirchliche Gruppen erstmals geprobt. Jena damals, Ost-Berlin heute. Die Übergriffe gegen Christen in der DDR nehmen zu. Pastoren geraten immer mehr ins Visier der staatlichen Gewalt.
Kennt der Stasi keine Tabus gegenüber der Kirche? Ein Tabu war sie nie. Nach außen hin natürlich ein Tabu. Aber ein Tabu als solche in den Köpfen der Leute von der Staatssicherheit war die Kirche nie ein Tabu, ganz im Gegenteil. Die Kirche war der interessanteste Faktor für die Staatssicherheit, der wichtigste. Auch in Gewerkschaftskreisen war Rainer Wolf aktiv. Zum Beispiel bei einer Solidarność-Betriebsgruppe polnischer Arbeiter im Ostberliner Elektrowerk Treptow. Hier ging er im Auftrag des Stasi sogar noch einen Schritt weiter. 1980 gab es Bestrebungen im VEB Elektroapparatewerke Treptow von polnischen Gastarbeitern, eine eigene Solidarność-Betriebsgruppe aufzuziehen, illegal natürlich. Die Staatssicherheit hat davon Wind bekommen. Und ich bin auf den vermeintlichen Führer dieser Gruppe angesetzt worden, Roman Kiszka. Und da war meine Aufgabe, es ist selten, dass die Stasi arbeitet nach der Methode Agent Provocateur. Agent Provocateur, also jemand zu Straftaten anstiften. In dem Fall war es so im begrenzten Maße, ich musste Roman Kiszka dazu bringen, Flugblätter zu drucken. Wir haben diese Flugblätter vorbereitet. Wichtig ist dabei, dass ich mir selber keine Straftat zu Schulden kommen lasse. Ich habe also diese Texte nur redigiert. Was waren das für nicht Texte? Entworfen. Es waren 0815 Solidarität mit Solidarność. Also es war im Prinzip nichts, darum ging es auch gar nicht. Es ging einfach darum, dass dieser Roman Kiszka diese Flugblätter macht. Roman Kiszka wurde sofort aus der DDR ausgewiesen. Auch Guntolf Herzberg wurde zum Zielobjekt von Rainer Wolf. Der Philosoph hielt damals politisch unbequeme Vorträge in kirchlichen Arbeitskreisen, ein Fall für den Geheimdienst. Doch mit der Operation Herzberg begann Rainer Wolfs Ausstieg. Er wollte nicht länger ein Stasi-Spitzel sein. Es ging beim Guntolf Herzberg dann so weit, und das ist einer der Gründe meines Aussteigens dann, dass man als Staatssicherheitsmitarbeiter irgendwann eine Art von Schizophrenie entwickelt. Guntolf war ein richtig guter Freund von mir. Ich habe ihn als Freund empfunden. Ich habe sein vollstes Vertrauen genossen. Ich bin also in seinem Wochenenddomizil ein- und ausgegangen, hatte seine Schlüssel. Habe gleichzeitig von diesen Schlüsseln Wachsabdrücke gemacht, dass man dort ohnehin ein- und ausgehen kann. Der Stasi auch. Der Stasi auch. Darum ging es, dass die mal Nacht und Nebel mal so gucken können, was da so ist. Was haben Sie für ein Gefühl jetzt, wenn Sie jetzt erfahren, dass Rainer Wolf für den Staatssicherheitsdienst den Zugang zu Ihrem privaten Leben, zu Ihrem privaten eigenen Haus sogar ermöglicht hat? Das bestätigt nur einen Verdacht, den ich ohnehin hatte, denn auch die geschicktesten Durchsucher meiner Wohnung konnten ihre Spuren nicht verbergen. Ich habe das jedes Mal, wenn ich aus dem Urlaub oder vom Wochenende nach Hause kam, gewusst, aha, es war jemand wieder in meiner Wohnung drin. Es ist so, dass man darüber mit anderen Leuten schlecht sprechen kann, weil man dann als etwas misstrauisch angesehen wird. Warum haben Sie sich diese Leute nicht einfach vom Hals gehalten, indem Sie so Leute wie Wolf einfach rausgeschmissen haben? Dann wären die Nächsten auf mich angesetzt worden. Und insofern ist es für mich besser gewesen, mit jemand einen guten Umgang zu pflegen, von dem ich wusste, woher er kommt. Ich konnte mit jedem Problem zu ihm kommen. Gleichzeitig habe ich ihn immer wieder ausgeholt. Sie haben ihn verraten? Im Prinzip habe ich ihn verraten, ja. Und da kommt man an einen Punkt, wo man dann irgendwann anfängt, die Sachen zu verdrängen, Alkohol. Man versucht halbherzig auszusteigen, indem man einfach nicht mehr zu Treffs geht, aber das hat einfach keinen Sinn, die Leute kommen immer wieder. Der Stasi holt sie immer wieder zurück? Er holt sie immer wieder, weil das Problem ist, das wird eben dann auch irgendwann mal ganz unverblümt gesagt, also wenn du aussteigst, dann sorgen wir dafür, dass kein Hund von dir mehr ein trockenes Strickbrot annimmt. Das heißt, man würde mich offiziell ganz gezielt enttarnen, in Umlauf setzen, das ist ein Stasi-Spitzel, und dann kann man im Prinzip also sich nur noch zu Hause einschließen, nicht mehr auf die Straße gehen, man ist dann sozial erledigt. Immer die Angst, sich selbst zu verquatschen, und irgendwann bin ich damit überhaupt nicht mehr, ich kann es nicht beschreiben, ich bin damit nicht mehr klargekommen. Ich hatte einen Freund, der mein offizieller politischer Feind war. Ich habe Herzberg. Ich habe Wühlarbeit in der Friedensbewegung geleistet, obwohl ich eigentlich diese Friedensbewegung verstanden habe. Seit dem Frühjahr 1985 lebt Wolf in der Bundesrepublik. Nach 5 Jahren hatte er es endlich geschafft, seinen Auftraggebern des DDR-Geheimdienstes den Rücken zu kehren. Der Ostberliner Rechtsanwalt Vogel vermittelte. Doch längst sind die Nachfolger Rainer Wolfs neu angesetzt auf die kirchlichen Gruppen in der DDR.
Sicher ist, dass der Stasi auch die Telefone von kirchlichen Mitarbeitern abhört. Denn vor kurzem haben Beamte bei Verhören Angestellten der Kirche Telefonmitschnitte vorgelegt. Ja, es besteht sogar der Verdacht, dass der Ostberliner Geheimdienst die kirchliche Opposition mit Wanzen ausforscht. Wanzen im Pfarrhaus, Schreckensvision oder bereits Wirklichkeit in der DDR? Übrigens, Pfarrer sind ansprechbar, wenn ein Stasi-Spitzel aussteigen will.